in der Elektrotechnik muss man auch irgendwas miteinander verbinden in einer Abzweigdose. Aber was sind das denn überhaupt? Damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um diese berühmte Vago-Klemmen. Jeder kennt sie eigentlich, oder jeder Elektriker oder Haushandwerker kennt die. Die berühmten Vago-Klemmen mit 8 Vierer, 2er, 3er, 4er, mit Clip, mit Drähte, die Feindrähte miteinander verbunden werden kann, aber auch viel Quadrat. Ja, damit geht es eben heute rum. Wir haben insgesamt noch über 10 verschiedene Sorten. Es gibt kleine, große, mittlere. Sind eigentlich zum Verbinden von Kabelleitungen. Das heißt dann, ein Kabel steckst du dann rein und somit teilt sich der Strom, der Strom teilt sich dann einfach auf und geht an den anderen, geht echt dann wieder raus. Das ist einfach eine Verbindung von A nach 7 oder ein Eingang und 7 Ausgänge, zum Beispiel beim 8er Vago-Klemmen. Beim 5er ist das dann eben ein Eingang und 4 Ausgänge. Es ist einfach diese Verbindung zwischen den Leitungen. Du kannst damit auch was verlängern, kürzen. Oder wenn du es nicht brauchst, kannst du einfach da eine Vago-Klemme drauf tun und somit ist der Gerät erstmal sicher. Es gibt auch so Klapp-Vago, da heißt dann, da können dann auch so dünne Drähte rein. Es gibt Kabel, die sind so feindrähtig, die können da auch sehr, sehr gut rein. Habe ich ja beim Technikvideo damals ja auch verwendet, bei diesen Aufbauten. Ja. Und diese Vago-Klemmen sind hier so genannte Lampen-Vago-Klemmen. Da hast du auf einer Seite diese kleinen Adern. Und die kannst du dann einfach reinstecken und auf der anderen Seite hast du die ganz normale starre Kabel zum Reinstecken. Ja, da gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Es gibt auch noch so 4 Quadratklemmen. Bei den anderen benutzt man auch mal 1,5 oder 2,5 Quadrat zum Verbinden. Hier beim 4 Quadrat sieht natürlich auch ein bisschen größer aus und ja, die ist hier in 3er, gibt es glaube auch in andere Ausmaße, aber es gibt auch so ganz dünne Drähte, wie zum Beispiel beim Brandmeldekabel, da benutzt du dann in sehr, sehr kleine Vago-Klemmen. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, euch hat echt gefallen. Wenn noch Fragen sind, schreibt sie mir in die Kommentare. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auch mal den Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Aber damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Tschüss.